Wo kommt das her? Was hast du ausgepackt? Das Spiel. Ja, nur weil das Schaut's Müll an. ist. Da schmeiß ich in Mülleimer. Okay. Ich habe das zusammengebaut. Guck. Super, Schatz, aber den Rest müssen wir mal aufräumen. Schau mal, wie es hier ausschaut. Ja. Wow. Das zum Beispiel. Das schmeiß ich in Mülleimer. Und dann kommst du und räum mal auf. Ja, das ist auch ein Kabel. Hier, und die tun wir alle da rein. So, Fini, haben wir jetzt aufgeräumt? Ja. Hier, haben wir toll gemacht, gell? Ja. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wie ihr seht, sehe ich noch ganz schlimm aus. Ich möchte mich jetzt mit euch zusammen schminken, denn ich habe von Catrice mal wieder ein kleines Probepäckchen bekommen mit diesen wundervollen Sachen hier. Ja. Zurzeit habe ich eine echt schlimme Haut, deswegen zuerst ein bisschen Concealer. Dann nehme ich den von Catrice, falls das jemanden interessiert. Ich weiß nicht, wenn ich Stress habe oder so, dann verschlimmert sich meine Haut sowas von schlimm. Das mache ich auf jeden Fall wieder dieses Make-up drauf. Zurzeit habe ich einfach echt zu wenig Zeit. Ihr wisst das, ihr habt es schon öfter. Ich habe es euch schon öfter gesagt. Und das nervt mich selber total, wenn ich so sehe, wie das verkommt, obwohl es mir so Spaß macht oder gemacht hat. Ist schon schade. Aber jetzt eben Schule, Arbeit, Haushalt, Kind. Nimmt gerade alles viel Zeit in Anspruch. Genau. Oh mein Gott, Leute. Gestern war Black Friday, ne? Ich bin voll ausgerastet beim Douglas. Oh mein Gott, aber ich freue mich mega, wenn die Bestellung ankommt. Das mache ich jetzt meine Augen. Und zwar habe ich immer das hier genommen. I Love Stage von Essence. Und das war ich immer voll gut. Aber zur Zeit irgendwie, ich weiß nicht, ob ich vielleicht was ein Montagsprodukt erwischt habe oder so. Aber zurzeit kriege ich da meinen Lidschatten noch schneller in die Lidfalte als normalerweise. Deswegen benutze ich jetzt mal von Alvéole Lidschatten Base. Ich gucke mal, ob die besser ist. Also ich teste die erst seit ein paar Tagen. Und habe da jetzt noch nicht so genau drauf geachtet, weil ich schwitze halt immer beim Arbeiten, weil ich da brenne wie eine Verrückte. Und ja. Falls ihr eine gute Lidschattenbase habt, dann sagt mir das auf jeden Fall. Ich habe gestern zum Beispiel auch beim Douglas überlegt, ob ich da eine mitnehme. Und dann dachte ich, nee, jetzt habe ich hier zwei. Das soll ich erstmal aufbrauchen und dann ist wieder ein Schrott. Ja, ich weiß nicht, ob die bei dem Isle of Stage vielleicht die Rezeptur geändert haben, aber bei mir funktioniert es absolut nicht mehr. Nehmen wir einfach mal das. Ja, übrigens muss ich heute bei meiner Mami in der Kneipe arbeiten. Ich denke mal, ich nehme die Kamera dann trotzdem auch ein bisschen mit. Also, die Lidschatten hat sich gut verteilen lassen, ist gut pigmentiert, das ist schon mal ein Plus, muss ich sagen. Übrigens, Neo Nature Edition. Oh, jetzt hoffe ich, die Kamera macht das noch mit. Die blinkt nämlich, also der Akku. Lux, look. Meine Pickel sieht man auch noch ein bisschen, aber das war auch ein riesen Pickup. Deswegen kriege ich nicht so gut weg, deswegen ich strenge mich nicht an und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich bin jetzt eh erst noch nur zu Hause. Ich muss nämlich erst um 8 oder, nee, um 6. 6, halb 7 arbeiten. Ja, meine Augenbrauen mache ich später richtig. Jetzt machen wir einen Lucky Lippenstift. Also ich habe die Auswahl zwischen dem und dem. Die sehen fast gleich aus, ne? Der ist ein bisschen brauner. Ich glaube, ich probiere doch den braunen, weil den hatte ich schon drauf. Oh, hallo Finn. Ich hab mich angestoßen. Oh, armer Schatz. Wow. Oh, der riecht voll gut. Von die Küche. Was? Von deiner Küche? Was? Von deiner Küche? Guck. Deine Dinger ist kaputt. Oh, meine Ohrringe. Dann wird die Mama aber drauf. So. Dann habe ich so Papa gesagt, ja, die Mama soll drauf sein.
Nein, die Mama soll nicht traurig sein. Nee. So. Also. Ich muss noch von Sneak dieses Contouring Powder. Ich finde das so gut. Apropos, ich habe bei Douglas diesen Hoola Bronzer bestellt. Und der ist so übel teuer. Aber ich hoffe, dass es sich lohnt. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber die Farbe, die ist echt schön. Die ist fast schöner als die andere, muss ich sagen. Also die Lippenfarbe. Ich mache hier mal ein bisschen. Wenn man will, dass man keinen Doppelkinn hat, macht man es hier ein bisschen. Naja, das reicht auf jeden Fall. Sieht voll gruftig aus. Für den Alltag ist dieser Lippenstift ein bisschen zu heftig, finde ich, obwohl ich eigentlich gern so rumrenne. Und dann kommt das rein. Oreo. Ja, Oreo. Oreo. Das wird nicht klar. Guck, jetzt kommt schwarz. Oh. Trotzdem nur so ein Minischluck. Obwohl es ein Latte sein soll. Eine Latte! Das ist übrigens Kritik an diese. Was ist das? Tassimo. Ja, dass die so sparen, dass man nicht mal mehr einen richtigen Latte zusammengibt bekommt. So, Essen ist angerichtet. Heißer Backofen, da darf man nicht hinfassen, ne? Nee. Genau, die Marmelade tun wir mal noch weg von dir. So. Genau, und zwar haben wir heute mal diese Laugenstangen ausprobiert, die man selber backt. Bin mal sehr gespannt, aber ich denke mal, die sind gut. Finn will schon unbedingt sein Frühstücksei essen. Jetzt. Ich glaube, lieber Schmetterling. Okay, mach. Lieber kleiner Schmetterling, flieg doch mal zum Himmel hin. Sag dem lieben Gott da oben, das war zum Essen loben. Amen. Wünschen uns einen guten Appetit. Super! So, wir sind fertig mit Frühstücken, wie ihr seht. Ich habe einmal kurz den Lippenstift nachgeschminkt, aber er war echt noch gut dran, muss ich sagen. Also halt nur hier in der Mitte, ist ja klar. Also ich bin da echt beeindruckt von. Und ich habe jetzt mal den Nagellack drauf gemacht. Ja, meine Nägel sind etwas ungleichmäßig durch das Akten raussuchen, brechen die ab wie nichts immer. Aber das hier ist nur eine Schicht. Deckt schon echt gut. Klar, jetzt durch das Licht hier scheint es da durch. Aber ja, deckt echt gut. Und das Grün hat halt noch so einen Schimmer mit drin. Hier ist jetzt auch nur eine Schicht, darunter ist das Rot. Also da braucht man schon zwei Schichten. Aber ich denke, wenn man kein Rot drunter hat, reicht das auch, wenn man es nur einmal macht. Also ich muss sagen, die Catrice Nagellack, die finde ich echt gut. Okay. Ich mach da an. Den da? Ja, und ich mach da. Wir müssen sie schön verteilen, Schatz. So, ihr Lieben, wir fahren jetzt zu meiner Mama, beziehungsweise ich werde da abgesetzt, da arbeite ich dann. Und der Patty geht weiter zu seiner Schwester mit Finn, dann spielt er mit seiner Cousine und Cousin. Und ja, genau. Wie ihr seht, habe ich mich ein wenig traumatischer geschminkt. Das ist so mein Weggeh-Aussehen. Gehst du jetzt hin? Sie genau. Und jetzt sag mal zur Kamera. Twiki, Sujana, Shemi. Und jetzt sag mal tschüss. Tschüss. Tschüss, Kamera. Hallo, meine Lieben. Mittlerweile sind, glaube ich, 2 Wochen oder so vergangen. Ich habe die Kamera bei meiner Mami gelassen. Jetzt habe ich sie ewig nicht gefunden. Und jetzt habe ich sie Gott sei Dank doch noch gefunden. Gestern leider nicht. Wir haben heute den ersten Weihnachtsfeiertag. Gestern war Heiligabend, selbstverständlich. Und Finn wurde vom Nikolaus überrascht. Ich habe es mit dem Handy gefilmt, ihr werdet die Sequenzen auch sehen, aber sie haben einen blöden Ton und sie haben blödes Licht, weil es einfach meine Handykamera war und die echt nicht gut ist. Wir fahren jetzt zu Pattys Mami. Ja, mir geht es immer noch schlecht, also ich habe Magen-Darm-Grippe. Mir geht es auch schlecht. Dir geht es wieder gut. Finn hat mich, ich wusste genau, also als sie mir gesagt haben, dass der jetzt schon wieder spuckt und so, wusste ich genau, super, ich habe es dann an Heiligabend. Und so war es jetzt auch. Es war ein richtig, naja,
anderes Heiligabend, als wir uns vorgestellt haben. Und ich war jetzt gerade auch noch am Überlegen, ob ich überhaupt mitkomme, weil mir ist echt immer noch so übel. Ich habe solche Bauchschmerzen und da ist man natürlich nicht so gern im Trubel. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Wir haben meinen Magen-Darm-Beruhigungstee mitgenommen, so einen medizinischen Tee, und ich hoffe, der hilft. Und ich habe mich ein bisschen gesund geschminkt, weil ich war die letzten 2 Tage echt nur im Bett. Und ja, essen werde ich wahrscheinlich nicht viel oder gar nichts. Mal schauen. Also bis später. So, ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause. Wie ihr seht, keine Ahnung, was der Paddy da hinten macht. Er fotografiert irgendwas. Ich wollte euch noch kurz mein Outfit zeigen, das ich kurz vorhin zusammengebastelt habe. Normalerweise kaufe ich mir immer extra ein Weihnachtsoutfit, aber ich war einfach zu fertig, weil mir so schlecht ging. Also meine normalen Schuhe halt und mein Rock und so ein Oberteil. Genau. In der Magengegend so ekelhafter, stumpfer Schmerz, oder? Ich hoffe, dass es bis morgen voll weg ist. Mama? Dass ich einfach, oh Gott, und ich sehe auch voll fertig aus. Also ich habe mich auch nur, normalerweise mache ich mich echt immer voll zurecht bei allen Weihnachten. Aber dieses Jahr habe ich einfach nur geguckt, dass ich normal, relativ normal aussehe. Genau. Naja, nächstes Jahr neue Chance. Finn geht jetzt gleich ins Bett und wir essen dann wahrscheinlich noch ein bisschen, weil ich habe heute eigentlich gar nichts gegessen. Ich habe wirklich einen halben Kuchen gegessen und ein trockenes Brötchen heute Morgen. Und ich schau mal, ob das jetzt funktioniert. So, Lieben, wir sind wieder da, wo ich die letzten 2 Tage eigentlich ausschließlich verbracht habe, und zwar im Bett. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen zocken oder so, aber ich bin jetzt so fertig von diesen paar Stunden weg. Mir geht es einfach immer noch nicht richtig gut, aber trotzdem bin ich mega stolz auf mich, dass ich nicht zu Hause geblieben bin, weil das wäre das blödste Weihnachten überhaupt gewesen, die ganze Zeit nur im Bett zu liegen und ja, kein bisschen weihnachtliche Stimmung und so aufkommen zu lassen. Und deswegen, okay, es hätte viel besser sein können. Gerade durch mein Angeschlagensein und Übelkeit und so konnte ich das Essen auch nicht wirklich mitessen oder genießen. Ich habe jetzt beim Paddy seiner Mama nur Magentee getrunken und ein ganz kleines Stück Kuchen probiert. Und gestern war auch nicht so prickelnd. Wir mussten den Bekannten, die wir eingeladen haben, leider absagen, weil da war es ganz schlimm. Da bin ich ja wirklich nur aufs Klo gerannt die ganze Zeit. Ja, und habe echt nur geschlafen fast. Also es war richtig blöd und ich hatte auch ein richtig schlechtes Gewissen mit Finn gegenüber, dass er da jetzt so ein blödes Heiligabend hatte. Aber Paddy hat sich dann noch kurz als Nikolaus verkleidet und ja, wir haben dann so 2 Stunden saßen wir dann im Wohnzimmer, habe ich mich zusammengerafft. Ich sah zwar aus wie Scheiße, aber egal. Finn hat wirklich geglaubt, dass es der Weihnachtsmann ist. Wir hatten ja Angst, dass er vielleicht den Paddy erkennt, aber hat er nicht. Und für ihn war es, glaube ich, schon schön. Und deswegen ist es auch okay so. Ich hoffe einfach nur, dass nächstes Jahr besser wird. Genau. Was gibt's noch? Ich glaube, also ich kriege ganz, ganz viele Fragen, weil mal wieder ein Video kommt und ob ich auch gehört habe oder wie auch immer. Ja, es ist halt so eine Sache. Also aufhören würde ich nie sagen, glaube ich, dass ich das mache. Es sei denn, ich bin mir hundertprozentig sicher. Aber es ist einfach zurzeit so, dass einfach meine Ausbildung vorgeht und wir haben jetzt die ersten Arbeiten geschrieben und das ist sehr, sehr viel zu lernen. Gerade diese ganzen lateinischen Wörter und die bleiben nicht einfach so drin. Aufnehmen ist eigentlich nicht das Problem, aber das Schneiden. Genau, dann hatte ich ja meine Kamera irgendwie weg und oh mein Gott, ich hatte auch letzte Woche hatte ich einen Unfall mit meinem Auto. Das ist auch noch am Arsch und oh mein Gott, zurzeit ist echt alles so ein bisschen blöd. Und ihr braucht keine Angst haben, also ich würde euch auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn ich aufhöre. Ich werde nicht einfach dann überhaupt nie wieder was kommen lassen, sondern ich werde euch da schon Bescheid sagen, weil es wäre gemein anders. Aber ich habe es eigentlich nicht vor. Es ist bloß jetzt einfach situationsabhängig, ob ich jetzt mal mehr oder mal weniger vlogge oder Videos mache. Und im Moment ist es halt gerade ein bisschen wenig. Es hat sich immer noch nicht richtig eingependelt. Ich meine, okay, langsam kommt ein Rhythmus rein. Jetzt habe ich zum Beispiel auch frei. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, öfter zu vloggen, weil ich weiß, ihr liebt Vlogs. Das sind einfach die liebsten Videos, die ihr schaut. Und natürlich möchte ich dem nachkommen. Bloß wenn ich arbeite, ich weiß nicht, ich kann es mal probieren, da einen Vlog zu drehen, aber ich glaube, der wird halt ziemlich langweilig und eintönig, weil einfach unter der Woche, ich fange morgens an und dann kommt doch drauf an, welcher Tag ist und komme abends wieder nach Hause und dann zocke ich oder Finn darf dann auch mal da seine Serien schauen, er ist schließlich auch da den ganzen Tag im Kindergarten gewesen
Und ja, da gibt es einfach nicht viel zu filmen. Genau. Aber wir können es gerne mal ausprobieren. Wenn ihr das wollt, dann schreibt mir es unten in die Kommentare. Dann probieren wir mal aus, wie so ein Arbeitstag-Vlog aussieht. Aber jetzt habe ich erstmal frei bis zum 9. Und hoffe, dass ich euch da ein paar mehr Vlogs bieten kann. Okay, ich glaube, ich habe euch jetzt genug zugelabert. Mein Arm wird langsam auch schwer vom Kamera halten. Und ihr wisst ein bisschen Bescheid und habt ein bisschen Weihnachten gesehen von uns. Und ja, dann wünsche ich euch noch schöne Tage und bis bald. Ciao. Hallo meine Lieben und willkommen zu Tag 3 Weihnachten. Wir haben heute den zweiten Weihnachtsfeiertag und ich nehme euch jetzt doch noch diesen kleinen Tag mit. Heute geht es mir schon viel besser. Ja, also gestern war so ulala, ich habe einfach meinen Magentee getrunken und dann ging es so einigermaßen. Aber heute ist auf jeden Fall schon viel besser. Und ja, ich habe an, was ich gestern anhatte. Wie ihr wisst, habe ich ja leider nicht geschafft, noch irgendein Weihnachtsoutfit zu kaufen. Ja, jetzt habe ich einfach improvisiert und ich dachte, das kann ich heute nochmal austragen. Okay, Finn sagt, es ist jetzt gut, also werde ich jetzt mal aufhören. Wir sehen uns später. Bis dann. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt sind wir jetzt da. Das ist meine Schwester. So ein bisschen schüchtern. Ja, und wir haben jetzt schon eine Schokotorte gegessen. Und Finn hat einen Arztkoffer bekommen. Und ich glaube, das war das beste Geschenk überhaupt, was er kriegen könnte. Weil er spielt damit jetzt die ganze Zeit. Und Patty ist eigentlich nur damit beschäftigt, alles wieder reinzutun. So ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren jetzt schon relativ lang bei meiner Mama. Wir haben es jetzt schon 9:30. Jetzt wird es auf jeden Fall Zeit, dass es ins Bett geht für den kleinen Finn. Für mich gibt es jetzt noch Sushi. Oh mein Gott, ich habe jetzt ein paar Wochen kein Sushi gekriegt. Und ich weiß nicht, immer wenn ich vlogge, dann seht ihr halt Sushi. Ja? Genau. Ich freue mich da jetzt mega drauf, mache das jetzt auch gleich auf und esse es. Und dann wird auch nicht mehr viel passieren, denke ich. Ich sag das jedes Mal. Vielleicht schauen wir noch einen Film oder ich tue noch ein bisschen zocken. Das mache ich jetzt, weil wir so gern WoW zocken. Genau. Verabschiedet habe ich mich schon, aber egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine sehr gute Nacht und ja, bis bald. Ciao.